Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Oft werde ich gefragt, wie schaffe ich es, das Fahrzeug gerade auf der Straße zu halten? Ich schaffe es nicht vernünftig gerade zu fahren. Warum lenke ich so viel und so weiter? Das werden wir uns heute einmal anschauen. Ich werde dir auch zeigen, woran das Ganze liegt und wie du das beheben kannst. Um das Fahrzeug überhaupt richtig bedienen zu können bzw. lenken zu können, müsst ihr natürlich auch vernünftig in eurem Sitz sitzen. Also es muss natürlich alles korrekt eingestellt sein, sonst kommt ihr eventuell mit den Füßen nicht richtig an die Pedale oder ihr müsst den ganzen Körper bewegen, um ein Pedal zu drücken. Das sollte natürlich nicht sein. Also wichtig ist, die Sitzposition muss passen. Dann ist es eine ganz wichtige Sache, das sehe ich aber auch bei meinen Schülern immer wieder, es wird sich am Lenkrad festgehalten. Ja, euch nimmt das Lenkrad niemand weg. Also, hört sich jetzt komisch an, es ist aber wirklich so. Das wird dann immer fester gehalten. Und dann sehe ich dann schon, dass die Knöchel immer weißer werden. Und dann spreche ich natürlich meine Schüler auch immer darauf an, warum hältst du das so doll fest? Ganz wichtig für euch ist, versucht immer wieder euch in die Gedanken zu legen, sozusagen, dass ihr das Lenkrad immer wieder so ein bisschen lockert. Immer wieder ein bisschen lockert. Ich werde das jetzt gleich noch beim Fahren zeigen, dass das Fahrzeug auch nicht festgehalten werden muss. Dass ihr fallt nicht raus aus dem Auto, wenn ihr das Lenkrad locker lasst oder wenn ihr es mal loslassen würdet. Und das Lenkrad nimmt euch auch der Fahrlehrer nicht weg. Also das dürft ihr behalten während der ganzen Fahrstunde. Ist jetzt ein Spaß. Aber so werdet ihr merken, das Fahrzeug läuft viel lockerer und leichter. Also wichtig, Sitzposition und das Lenkrad locker lassen. Dann sehe ich immer wieder, dass ich werde dann jetzt auch mal anfahren, damit ihr das Ganze mal seht, was ich damit meine. Dass, wie gesagt, festgehalten wird, dann wird abgesichert und dann wird geblinkt und dann beim Losfahren wird dann schon so geguckt. Und dann lauft ihr natürlich Gefahr. Ich zeige das jetzt mal hier, die Straße ist total leer, deswegen kann ich das noch machen. Dann wird dann beim Losfahren so einer gemacht. Und dann schaut man auf die Straße, da fahren wir immer schon mal in den Gegenverkehr. Und dann guckt ihr nur 2 Meter vors Auto und zieht wieder komplett zurück. Und dann merkt ihr, es wird wieder zu eng und so weiter. Und so ist das dann ja ein ständiger Ablauf mit Hin- und Herfahren. So, ich werde dann jetzt mal losfahren und auch mal regulär losfahren, wie sich das gehört. Natürlich absichern. Wir fahren jetzt ganz regulär. Und dann schalte ich auch mal in den zweiten Gang. So, und dann lasse ich jetzt das Lenkrad mal los und dann schaut mal, was passiert. Es passiert nämlich nichts. Das Fahrzeug läuft gerade. Irgendwann wird es ein bisschen zur Seite laufen, weil die Straßen sind so gemacht, dass das Regenwasser auch abläuft. Und da braucht ihr euch aber keine Sorgen machen. Also ihr braucht das Lenkrad nicht festhalten. Wie gesagt, das Fahrzeug läuft von alleine sozusagen gerade. Also es läuft wirklich von alleine gerade. Das ist so eingestellt, das Ganze. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich lasse es nochmal los. Ihr seht, es passiert gar nichts. Ich könnte also theoretisch die ganze Zeit ohne Hände am Lenkrad fahren. Darfst du natürlich nicht. Man muss jederzeit reagieren. Aber wie gesagt, hier ist ja nichts los. Das Problem ist, wenn ihr euch zu doll festhaltet am Lenkrad, ist es auch während der Fahrt, dass ihr halt immer, sobald ihr eine Hand loslasst vom Lenkrad, automatisch mit der anderen Hand in irgendeine Richtung zieht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Sitz korrekt eingestellt ist. Weil wenn ich jetzt auch noch zum Beispiel, wenn ich die Kupplung trete und wieder loslasse und dafür immer erstmal den kompletten Oberkörper bewegen muss, weil ich eventuell zu dicht am Lenkrad dran sitze oder zu dicht an den Pedalen dran bin, dann ist es natürlich schon sozusagen vorprogrammiert, dass ich das Fahrzeug immer in irgendeine Richtung ziehe. Das heißt, das Wichtigste auf jeden Fall ist die vernünftige Sitzposition und halt, dass ihr euch nicht festhaltet. Ich zeige euch das gleich mal beim Fahren und das beobachte ich auch immer wieder. Ich mache das jetzt so ein bisschen überspitzt, aber ihr werdet euch da selbst wahrscheinlich wiederfinden, wenn ihr dieses Video seht, dass wirklich ihr auch eventuell ja genau so fahrt und auch genau so dann halt auch den Fehler beheben könnt, sofern ihr also diesen Fehler so macht. Das Wichtigste ist beim Fahren natürlich, dass ihr euch nicht so doll am Lenkrad festkrallt. Das habe ich aber schon gerade schon gesagt. Und dass ihr halt nicht zu dicht dran seid. Jetzt werde ich mal vom zweiten Gang in den dritten Gang schalten. Ich fahre jetzt gerade hier relativ langsam im zweiten Gang. Das heißt, so wie ihr das auch in der Fahrschule macht. Das heißt, ihr geht vom Gas runter, ne, und bewegt dann den Oberkörper. Da geht es vielleicht noch nicht so wirklich rüber. Dann lasst ihr das Lenkrad los und zieht automatisch schon in die andere Richtung. Ne, und schaltet hier nach vorne, drückt währenddessen mit der Hand auch wieder rüber. Also das sieht jetzt ein bisschen oder hört sich ein bisschen kompliziert an. Aber das ist effektiv der Ablauf, den ihr eigentlich ja durchmacht. Sobald ihr irgendwo loslasst, ich lasse jetzt mal nur rechts los, wird automatisch nach links gezogen. Wenn ich jetzt schalte,
ne, wie gesagt, ich ziehe nach links und ziehe auch noch zu mir ran, dann ziehe ich noch weiter rüber. Dann muss ich wieder rüberziehen und so weiter und so weiter. Das heißt, ihr müsst lernen, locker im Auto zu sitzen. Ihr werdet merken, dass wenn ihr das Ganze lockerer angeht, dass ihr dann auch nicht wirklich ja, so am Lenkrad zieht zum Beispiel. Was ihr auch nicht machen solltet, ist euch nach vorne, also natürlich müsst ihr euch nach vorne orientieren, aber es wird zu wenig zum Beispiel geschaut, wie viel Seitenabstand ich zum Rand habe. Es ist immer wichtig für euch, dass ihr ab und zu mal immer noch im Seitenspiegel kontrolliert, ob ihr genug oder zu wenig Abstand zum zur Linie oder was auch immer habt, damit ihr auch wirklich sauber fahrt. Also ihr sollt nicht so fahren die ganze Zeit, das wäre Quatsch, das würde euch da auch nichts helfen, vor allen Dingen in Kurven wäre es gefährlich, aber auch nicht versuchen, einfach nur nach vorne zu schauen, und oftmals ist zu Anfang das Problem, dass so direkt vor das Auto geschaut wird. Weil ihr es gelernt habt, und im normalen Leben ist ja auch so, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, dann muss ich ja nicht bis nach hinten zum Horizont gucken, sondern gucke ich da vorne, ob ich in irgendein Loch trete. Und so ist es beim Fahren natürlich auch. Also ihr müsst natürlich schauen, dass ihr halt nur so weit nach vorne schaut, wie es notwendig ist, aber auch nicht so dicht vors Auto, dass es euch behindert. Wenn ihr jetzt nämlich die ganze Zeit nur vors Auto schaut, dann seht ihr nicht, was da hinten ist. Und dann würde jede Sache, die auf euch zukommt, euch sofort aus der Bahn werfen sozusagen. Und jedes Mal würdet ihr links, rechts. Und dann, ja, dann kommt es natürlich auch dazu, dass ihr eventuell die ganze Zeit hin und her schlenkert. Wenn ihr jetzt in eine Kurve fahrt, ist es wichtig, dass ihr die Kurveninnere Hand immer ein wenig nach oben packt. Dass wenn ihr jetzt in die Kurve reinfahrt, dass ihr sofort schon ziehen könnt und mit der anderen Hand nachschieben. Also das Lenkrad ziehen und dann nachschieben. Beim Kurvenverlauf könnt ihr danach das Lenkrad ruhig durch eure Hände gleiten lassen. Wenn euer Fahrlehrer das nicht akzeptiert, könnt ihr das auch wieder zurückschieben. Das ist aber eigentlich nicht notwendig. Das Auto stabilisiert sich von alleine, wie ich es vorhin schon gezeigt habe. Ich lasse jetzt mal wieder die Hände los. Das Auto fährt komplett von alleine gerade. Also ihr braucht da gar nichts machen. Der stabilisiert sich von alleine. Was auch ein Problem beim Fahren sein kann, dass ihr eventuell die Hände nicht gerade habt. Also in Waage sozusagen. Also sie sollten möglichst immer auf gleicher Höhe sein, egal wo ihr das Lenkrad anfasst, niemals schräg. Weil immer, wenn ihr das schräg haltet, werdet ihr über kurz oder lang, da ihr beide Hände am Lenkrad haben sollt, Gefahr laufen, dass die Hände sich ja so sozusagen wieder gerade stellen, sodass ihr immer hinterher schieben müsst. Und die Hand, die weit da oben ist, kommt irgendwann nicht richtig hinterher und ihr fahrt die ganze Zeit zur Schlangenlinie. Also das sollte natürlich nicht passieren. So, ich werde jetzt hier einmal umkehren, ne? Kurveninnere Hand nach oben absichern. So, jetzt habe ich mit der anderen Hand nachgeschoben. Was ich jetzt auf gar keinen Fall machen sollte beim wieder rausfahren, das sehe ich auch immer wieder, dass ins Lenkrad gegriffen wird. Weil schaut mal, wenn ich jetzt so hochziehe, komme ich nicht weiter. Wenn ich jetzt aber auch zurücklenken muss, bin ich auch eingeschränkt. Also das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Bitte niemals ins Lenkrad greifen. Weil dann seid ihr eingeschränkt in der Bewegung und dann kommt ihr eventuell nicht richtig um die Kurve. Ist aber auch wichtig, das zeige ich gleich auch nochmal, dass ihr nachgreift bzw. übergreift. Dass ihr nicht versucht, das zeige ich gleich nochmal, wenn ich irgendwo stehe. So, jetzt stehe ich. Dass ihr nicht versucht, so zu lenken und dann sagen, ja okay, weiter geht's nicht und jetzt fahre ich halt mal so rum. Das sehe ich relativ häufig, dann wird sie am Lenkrad festgehalten und bloß nicht loslassen, weil dann ist ja die Kontrolle weg. Also das ist kein Problem. Ihr dürft natürlich das Lenkrad immer einhändig wieder loslassen, zum Nachgreifen, zum Übergreifen, was auch immer. Ihr greift über oder ihr greift nach, je nachdem, was notwendig ist, in welcher Situation, ob ihr jetzt einparkt, ausparkt, umkehrt oder was auch immer, wie eng die Kurve ist, wie weit die Kurve ist. Wichtig ist, niemals die Hände über Kreuz, dann seid ihr blockiert. Niemals ins Lenkrad greifen, dann kommt ihr nicht mehr zurück. Dann tut ihr euch keinen Gefallen mit. Sitz korrekt einstellen, Abstand zum Lenkrad schaffen. Ihr könnt das eigentlich ganz gut machen. Also wenn ihr das Lenkrad fest habt und ihr lenkt und eure äußere Hand, ne, kann das Lenkrad, wenn das Lenkrad oben ist, noch festhalten. Dann seid ihr eigentlich ganz gut in der Position. Und wenn ihr das nicht könnt, oder so fahrt, dann habt ihr nicht die richtige Sitzposition. Also wichtig ist beim Lenken, die äußere Hand muss immer oben drauf bleiben und dann könnt ihr eigentlich auch super das Fahrzeug bedienen. Dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wie gesagt, jedes Auto fährt von alleine geradeaus. Schaut, dass die Sitzposition mit den Beinen passt und dann klappt das auch. Ich hoffe, ich habe dir mit dem Video ein bisschen geholfen.
Ich hoffe, es macht dir das Ganze ja so ein bisschen leichter. Und ich hoffe natürlich auch, dass dir das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Video.